Oh mein Gott, Leute. Wir haben Autochess zurück. Es funktioniert wieder. Und damit willkommen auch alle YouTube-Zuschauer hoffentlich. Wir kommen gleich in die YouTube-Runde. Ich mache direkt mal kurz meine Webcam einmal aus. Könnt euch direkt die Relics anschauen. Ich mache direkt wieder an. Ich muss nämlich kurz mein Mikrofon noch hier ein bisschen zuschnippeln, damit das Level auch gesehen wird. Hoffentlich. Oh, das muss immer noch mehr. Ich muss noch kleiner gemacht werden. Lloyd Gruffy ist hier drin übrigens. Der ist random in der Lobby mit dabei gewesen. So, Mikrofon. So sieht man das, das passt. Und sieht das Level. Okay. Ah, Leute. Hast du mal Ladezeit oder lädt immer noch lange? Also bei mir hat gerade normal geladen, würde ich sagen. Bei mir war gerade alles beim normalen Ladezeit mäßig. Da hat nichts gesponnen oder so. Ich bin froh, ich kann wieder spielen, ich kann Dinge machen. Ich hoffe, ich fliege nicht raus aus irgendeinem Grund. Aber normalerweise, wenn ich das Discord, ich habe die letzten 3 Tage ja gearbeitet. Wir haben jetzt Samstag übrigens gerade 8 Uhr. Ich habe heute einen Tag Urlaub noch, deswegen habe ich samstags mal frei ausnahmsweise. Ich habe die letzten 3 Tage immer wieder im Discord gelesen, dass alles funktioniert. Dass wieder alles beim Alten ist, dass man spielen kann. Deswegen hoffe ich, dass wir hier eine wunderschöne Runde hinbekommen und nun endgültig zurück sein werden. Es wäre mir eine Ehre. Es wäre mir eine große Ehre, wieder für euch streamen und YouTube-Content produzieren zu können. Sehr gut, die letzten 3 Tage waren sehr viele Ladezeiten von 3 bis 5 Minuten. Damit könnte ich sogar auch noch leben. Also wenn jetzt nur, wenn jetzt nur Ladezeiten Struggle wäre, könnte ich damit auch leben. Dann hat man ein bisschen mehr Cooldown. Aber die Ladezeit war gerade normal, würde ich sagen. Hallo Flo, moin moin. Oh Gott. Wird denn trotzdem auch CS2 zwischendurch gedaddelt? Generell können wir bestimmt mal CS2 auch zwischendurch daddeln, Loki. Aber jetzt natürlich die nächsten 2, 3 Streams wird erstmal wieder voll, glaube ich, auf Autochess erstmal komplett konzentriert. Alleine, weil ich wieder Folgen für YouTube wieder, also im Optimalfall, dass wir tägliche Folgen für YouTube haben, das wieder hinbekommen möchte, natürlich. Und dann, wenn wir wieder richtig viel Content für Autochess gezockt haben, vor allem ich konnte es eh nicht lange nicht mehr zocken, ich habe auch richtig Bock natürlich drauf. Dann kann man aber langsam auch wieder auf andere Games zwischendurch mal gehen. Jetzt habe ich, jo, das ist klar, jo, genau. Aber sonst, CS2 hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, die CS2-Runden. Erstmal ein bisschen heiser sein. Es gab keinen Shrink, die Runde. Es gibt auch keinen Grund, eigentlich Elfen zu spielen. Aber wir könnten dafür die 2 Pärchen hier mitnehmen, lieber. So, ganz kurz checken, was wir hier machen. Fürs Early ist es schon ganz nice, die Boots zu haben. Kann man auch machen fürs Early den Crit. Mal mehr Schaden. Haben wir mal die 3 Sachen erstmal. Gehen wir den Power Runner. Man könnte es auch dem Ding geben, aber der scheint es ein bisschen mittiger für den Heal, deswegen habe ich es ihm jetzt gegeben. War ein bisschen langsam mit den Items. Hallo Little Devils. Na endlich, moin, warte schon 2 Stunden. Alter, 2 Stunden, wir haben 8 Uhr Samstag, als ob ich um 6 Uhr morgens stream. Okay, gab es auch schon. So ist es ja nicht. Es gab es auch schon. Boah, ich bin ein bisschen heiser. Bisschen heiser bin ich ja, muss ich zugeben. Ich muss mir ein bisschen Wasser einschenken. Ui, der Roll. Kaufe ich mir gleich, keine Sorge. Das schaffe ich noch in den 15 Sekunden. Oh, das könnte eine gute Runde werden mit dem Triple Mars jetzt. Wenn wir nochmal irgendwie ein Teil zusammenbekommen, gleich hätten wir 2 Krieger auf Level 2. Damit ist man immer relativ stark. Wobei, Krieger wurden ein bisschen genervt, ja. Das letzte Update bin ich leider nie so richtig durchgegangen. Ich überlege gerade, eigentlich könnten wir das letzte, also das neue Update habe ich nie richtig besprochen auf YouTube, weil es immer dann gesponnen hat und wir haben es nur in der einen Runde leicht angesprochen. Da gab es aber schon, ihr seht ja lauter Fix, Dota Crash, Rebalance Patch, alles Mögliche. Das ist mit dem, ich kann nicht mal aufs alte Update gerade hier gehen in dem Bildschirm leider. Oh, einer hat surrendert. Wichtig, wie gesagt, ist eigentlich nur an dem neuen Update, dass es also Hauptänderungen, klar, ein paar Nerfs, Buffs und sowas gibt's. Wichtig ist, es sind alle Units wieder im normalen Pool drin und alle Undead sind im Dark Gear Pool. Das hatte ich schon bei dieser einen Cloud-Player-Runde gespielt, die haben aber wahrscheinlich nicht alle gesagt, aber die haben wahrscheinlich nicht alle gesehen. Aber die Hauptänderung ist, würde ich sagen, wirklich das, dass die einfach jetzt alle. Aber warte mal, wir können auf Gold gehen, auf jeden Fall. Die hauptwichtige Änderung ist einfach, dass alle Undeads im Dark Gear Pool sind. Ich werde auch irgendwann mal safe eine Runde spielen, in der ich direkt early auf das Item. Ich meine, die Runde könnte man das theoretisch machen, ne? Wenn wir 6er Krieger spielen, sind wir zwischendurch sehr stark. Wir könnten auch Book of Shadows versuchen zu gehen und ohne die Undeads spielen. Und damit sollte man alle Undeads auf Level 3 bekommen in seinem Team. Das wird teuer, aber müsste möglich sein.
Gibt's Second Chance? Gibt's sogar Second Chance hier. Wir können es probieren. Schauen wir mal, wie es wird, die Runde. Wieso wird eigentlich Loki mir als wiederkehrender Chatter angezeigt hier im Chat die ganze Zeit? Loki ist schon seit... Ach. Bei Loki, bei dir war doch irgendwas, dass du deinen Account irgendwas verloren hattest oder sowas. Irgendwas war doch bei dir. Vielleicht deswegen. Vielleicht irgendwas war doch bei dir. Und vielleicht ist es ein neuer Account oder sowas bei dir einfach. Ich glaube, irgend sowas war mal. Hatte gestern meine erste Undead-Runde. Too strong, ja, glaube ich. Jupp, okay, deswegen wirst du mir angezeigt als wiederkehrender Chatter. Ergibt Sinn. Weil ich meine, das wird eigentlich angezeigt, wenn jemand neu dazugekommen ist und das zweite Mal kommt oder so, dann. Ich finde doof, dass es ein Dreier-Item ist. Vorher kannst du keine Undead sammeln. Ja, ist halt so, ne? Also, das ist meine Antwort dazu. Ja, kann man leider nicht ändern. Ich frage jetzt aber, wann kann ich einen Dreier machen? Ist wahrscheinlich schwer, das auf... Ich glaube, wenn ich ein Item bekomme, reichen 5 für ein Level 3er? Ich glaube schon. Hallo Fischwex, moin moin. Stimmt, Fischwex war Graffi. Vergesse ich auch immer wieder. Einfach auch eine Runde gewesen, der Kollege. Das ist huge. Boah, wir spielen die erste Runde wieder, außer die Cloudplayer-Runde. Und haben direkt echt gutes Zeug schon. Ein gutes Team. Wir brauchen nur noch einen Warrior, dann haben wir auch schon Full Warrior, Full Warrior, Full, vor allem, ich mache lieber ihn dazu für die Runde. Das sieht nach einem sehr guten Anfang aus. Eigentlich will ich ungern direkt eine 9er Warrior-Runde spielen, aber wenn es sich ergibt, würde ich es auch im Zweifel machen. Ich meine, ich könnte einen 9er Warrior easy spielen mit 4er Beast dazu. Wenn ich zweimal die Karte nehme, könnte ich vielleicht sogar 9er Warrior, 6er Beast spielen. Es gibt halt drei Beast Warrior. Primal Beast, Lycan und Dings. Achso, ich die. Ach Junge, er hat schon. Okay, Graffy, das ist eine Frechheit. Ich habe so ein krankes Team, aber was hat Graffy denn schon? Er hat Chaos Knight 2, Luna 2, Witch Doctor 2, das ist dreist. Und vor allem Chaos Knight countert mich halt. Sorry, Dude. Ja, alles okay. Meine Runde ist vorbei. Ich kann aufgehen. Nein, das jetzt nicht, aber. Double Centaur Warrunner, aber. Ihr seht übrigens, das Design ist auch ein bisschen anders, ne? Sieht ein bisschen schattiger und sowas auch aus. Ich weiß nicht, ob das der richtige Wort dafür ist. Nehmen wir mal raus. Ich gehe dann auf Gold jetzt trotzdem. Ja, ich werde safe gegen jeden anderen gewinnen. Dann kann ich schon alles löschen. Das war nur Graffy, der so stark war. Die Sachen sehen ein bisschen anders aus. Wenn Dragon Knight jetzt im Roll zum Beispiel ist, bei Dragon Knight im Roll hat man, ist auch der Dragon, wird auch im Hintergrund angezeigt dann zum Beispiel. Oder wenn man den Warlock im Roll hat, wird dieser Warlock im Hintergrund auch angezeigt. Das fand ich ganz, ganz interessant. Muss noch ein bisschen gewöhnen an die neue Grafik. Die sieht so ein bisschen mehr shiny aus und mit so Schatten auch hier. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich finde, es sieht ein bisschen künstlicher aus jetzt, aber vielleicht ist es einfach nur Gewöhnung, Gewohnheit, Gewohnheitssache. Na, ihr wisst, was ich meine. Ihr versteht schon, meine Lieben. Geht seit letzten zwei Tage wieder. Warte. Geht seit zwei Tagen wieder. Letzten zwei Tage waren 3 bis 5 Minuten Ladezeit, aber es ging. Ja, ich hatte gerade gar keine Ladezeit, krass. Hallo Pascal, DRC geht wieder. Ah, genau, okay, das war die Frage zur Antwort, die ich zuerst gelesen habe. Also bei mir war gerade ganz normale Ladezeit, wirklich, Manuel. Und Leute generell. Also bei mir ist gerade nichts aufgefallen mit langer Ladezeit. Aber das heißt ja nichts. Die meisten hatten die Geduld, das war schlimm. Ich glaube, jetzt haben aber alle, sind es wahrscheinlich schon gewohnt dann. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, mir auch die Ladezeit einfach nicht aufgefallen gerade. Ich muss weit auf Winds gehen, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Guck mal kurz, was für ein Relic kommt. Oh nein, 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 nein. Ich wünschte, ich hätte die zwei Warrunners mitgenommen. Aber das ist ein scheiß Relic. Wieso bekomme ich denn jetzt in der ersten Runde, wo ich mir das spielen kann, so ein schlechtes Relic? Das bringt mir nicht so viel leider. Ich will eigentlich nicht auf Level 3er rollen. Ich meine, man könnte jetzt... Na gut, es gibt halt Lycan wieder, ne? Man könnte Lycan, Lada und Huska auf 3 rollen. Es gibt dann wieder coole 3er Warrior jetzt auch. Und die 4er schon mitnehmen. Die 3er auf...
Die hatten wir auch drei lange nicht mehr. Ich meine, es wäre auch was Special-mäßiges. Aber die Vierer wären aber teuer, schwierig. Mach mal nun Ricky Dismiss. Wir versuchen die Level 3er Krieger auf 3 zu rollen. Guck mal, das meinte ich. Da ist der Dragon Knight jetzt und hinten fliegt der Drache im Hintergrund. Na, also das sind so Kleinigkeiten, die halt abgeändert haben jetzt. Das ist halt Tusk. Das sind jetzt aber so Sachen, wenn ich jetzt auf Lowstars rollen würde, könnte man den Tusk auch mitnehmen, aber so macht das jetzt wenig Sinn. Ich glaube, wir sollten uns... Och, der hat ein Ding ins Ei gepackt. Das macht die Sache jetzt direkt viel unbefriedigender, wenn er jetzt Liken im Ei sammelt. Oh, Liken wird aber schwierig zu ziehen. Das war eigentlich der, den ich am coolsten fand in der Konstellation, weil er wieder back im normalen Pool ist. Ah, ich bin da überlegen, ob ich das machen soll. Wir können auch einfach weiter rollen. Hätten wir ein Ei bekommen und jetzt einen Dragon Knight gezogen, das wäre King gewesen. Kann ich irgendwie einstellen, dass bei dir wiederkehrender der Chatter steht? Dass es nicht mehr steht bei Loki, weil Loki schreibt echt viel. Also es ist nicht, das finde ich schön, dass du viel schreibst, aber irgendwie... Die haben die Spawns, haben ihre Spawns mit... Achso, weil man hat... Venomant ist dann auch im Hintergrund das Bild, wahrscheinlich. Ja, Humans kann man auf jeden Fall auch easy Runden jetzt spielen, das stimmt. Jetzt, wo wieder Liken und Omni im normalen Pool auch noch sind. Jetzt sind da irgendwie 8 Humans im normalen Pool drin. Da gibt es jetzt viele Möglichkeiten. Ich glaube, ich gehe einfach weiter Level. Ich meine, ich habe trotzdem jetzt schon 4 Gold gespart durch das Relic. Dann war es nicht ganz useless, weil ich schon zweimal Slash mit dem gezogen habe. Ich glaube, mit... Ah ja, guck mal, ja, hier ist Venomancer, aber im Vordergrund in dem Fall. Aber im Bild hast du ja auch geschrieben, ja, stimmt. Kannst ja sogar im Knight Easy Humans reinpacken. Ja, früher habe ich das immer so gespielt. Ich habe früher immer Knights mit 3 Humans gezockt. Das war früher mein Ding. Fand die Änderung lustig, dass man selbst mit 3 Humans gewinnen muss für Buch, aber war ja nur 2 Tage drin. Stimmt, am Anfang war es drin, dass man mit 2er Humans gewinnen muss, damit man ein Buch bekommt und jetzt ist es aber mit 3er Humans. Aber jetzt muss man für 3 Humans, bekommt man immer ein Buch, egal ob man gewinnt oder verliert. Aber bei 6er Humans muss man gewinnen jetzt, glaube ich, sonst bekommt man, glaube ich, gar kein Buch, oder? Ich glaube, mit 6er Humans muss man jetzt gewinnen, sonst bekommt man gar kein Buch mit 6er Humans, so wie ich es verstanden habe. Dafür ist es jetzt schwerer Mages zu bekommen, weil Dings drin draußen sind, oder? Winterweifern sind raus und Lich sind raus. Deswegen ist es schwieriger, das meinst du wahrscheinlich. Die Omni mit Mages und die Assassins haben keine Chance mehr. Omni mit Mages. Ach so. Mit Omni die Mages dazu packen, meinst du? Haben wir irgendwie so einen krassen Call wegen Grimstroke? Grimstroke wurde doch auch geändert. Ich weiß, dass Grimstroke irgendwie abgeändert worden ist. Aber haben wir da irgendwie einen richtigen Call? Ist es immer noch die gleiche mit dem Hex oder ist es was anderes? Irgendwas mit dem Damage Increase steht ja jetzt auch dran. Hier ist zum Beispiel eine Legion, also wir hätten schon noch easy jetzt schon Jungen zusammenbekommen können wahrscheinlich. Old Habits, ihr geht raus. Vielen Dank für den 22. Monat, liebe in Chat. Liebe geht in den Chat. Oh Gott, Shadowfiend ist so böse einfach. Ich bräuchte nochmal hier einen Stun, das wäre gut. Ja, okay, hat sogar ohne und ist dann auch gereicht zum Glück. Danke dir für den 22. Old Habit. Vielen, vielen Dank. Omni Knight Dragon und den Omni zum Dragon machen, dann können die Assassins nichts machen wegen der Bangle-Bags, weil man dann irgendwie 100% Death hat, ne, gegen physischen Schaden, glaube ich, bei Omni Knight. Ja, guck mal, da schon wieder Slaughter. Ich bin aber auch schon in Runde 15. Ich werde nicht auf 3er kommen, zumal der eine Omni Todes committed, liken. Ich bin froh, wenn ich einen Liken 2 hinbekomme, die Runde. Was könnte man denn switchen im Zweifel im Late? Mein Krieger könnte man so oder so, könnte man ein starkes Krieger-Team bauen. Es gibt, wie gesagt, wir könnten es mit den 4er Beasts spielen. 9er Krieger, 4er Beasts. Da könnte man noch auf richtig angenehm einen Dings mitnehmen. Einen Monkey King, einen LD oder so.
Ich sag, wenn wir nochmal 2, wenn wir Runde 20 oder 30 die Karte bekommen, könnten wir sogar 6er Beast spielen. Ich glaube, wir werden weiter auf Level grinden. Aber wisst ihr, was wir machen könnten? Wir könnten jetzt kurz. Wir könnten kurz Zwischenroll-Action machen. Ich meine, wir haben das Raid. Warum sollten wir uns nicht kurz Husker 2 und auf 2 die zumindest gönnen? Vielleicht bereue ich es aber gleich, wenn ich jetzt roll. Aber ich meine, wir haben halt das Roll-Relikt eigentlich. Ich glaube, ich roll kurz zwischenzeitlich kurz. Wenn wir kurz ein, zwei Sachen auf 2 hochziehen, wäre das echt angenehm. Da ist ein Liken noch. Den brauche ich nicht. Aber der wäre halt Gold, theoretisch. Da ist der Husker. Na, es kommt nichts fertig, das ist ätzend. Na, das hat ja richtig viel hat richtig gut funktioniert. Okay, wir haben den das Pärchen. Wir haben das als Pärchen. Wir haben den einmal. Ja, lass mal das hier gut sein. Okay, Juggernaut können wir nächste Runde reinmachen schon mal. Das gleiche Old Grimstoke plus Doom oder Lina immer noch sehr stark, okay. Oder versuchst du das andere Item zu basteln? Ich weiß nicht. Das sind ganz okay Items eigentlich, so als Einzel sind keine Kack-Items halt. Aber ich meine, wir würden eine Weile noch gewinnen. Wenn wir jetzt das andere Item bekommen würden, könnten wir noch sagen, die Chance ist halt sehr gering. Jetzt hätte ich die 2 extra Gold mitgenommen. Okay, Tiny schon mal für später, ist nicht schlecht. Der ist auch schon mal ganz gut. Junge, ich glaube, ich hätte den Warrunner echt hochziehen können. Okay, damit sollten wir uns jetzt zufrieden geben. Ja, komm, wir gucken, ob wir das Item hinbekommen. Den kann ich rauslassen, glaube ich. Ja, den will ich behalten. Ne? Natürlich bekommen wir es nicht. Welche Überraschung. Nimm Random. Attack Speed ist aber immer ein gutes Item. Das ist eine ganz gute Kombi mit Attack Speed und Skullbasher. Wo hätte ich eigentlich lieber das... Das ist okay aufs Lader, das Item. Die Items, oder soll ich lieber auf Dings geben? Mein Wolfboy. Der wird halt gepusht, sobald er ultet auch. Na, ist jetzt die Frage. Ich glaube, aufs Lader oder auf Like macht keinen großen Unterschied. Lass uns mal auf dem Ladaboy. Okay, let's go for the levels. Ja, jetzt hat sich das schon gelohnt. Ich habe hier 4 Gold gespart, hier 4 Gold gespart, hier habe ich irgendwie 2 Gold gespart. Bei dem habe ich nochmal gespart, hier habe ich vielleicht gespart, hier habe ich vielleicht gespart. Also ich habe schon irgendwie, sagen wir mal, so 10 bis 15 Gold ist gespart dadurch und bin jetzt trotzdem noch stark. Ich glaube, ich hätte es uns aber nicht gerollt, aber dadurch habe ich alles auf 2 und kann mit Winning Streak entspannt Level gehen. Ich habe auch schon die 3 Krieger safe ready, um 9er Warrior dann zu haben. Dann müssen wir noch Primal Beast ziehen und noch ein extra Beast. Dann hätten wir noch 4er Beasts. Und dann mal gucken, was für Relikte noch kommen. Relikte. Das andere Thema haben wir vergessen, die Runde. Das haben wir nicht bekommen. Liken ist schon stark mit Reitklicks. Was sind denn Reitklicks? So eine Bote-Aussage oder wie? Mit normalen Attacks meinst du, oder wie meinst du? Oh Gott. Wir hatten eher so stark. War das gerade nicht morgens oder wie hat er mich so stark hart fertig gemacht? Muss ich mir jetzt angucken, sein Team gleich, warum das so stark gegen mich war. Die Monks kommen mir aktuell sehr stark. Ich hatte den Match schon mal eine Runde, habe ich gegen die Monks hart kassiert. Er hat 2er Monks. Ich glaube, das war sehr, sehr lucky, die Monk-Runde bei ihm. Mit den Mages Half-Life gemacht, mit den Monks ziemlich gut getriggert, die Chance. Ja gut, und halt ein Timbersaw noch dazu. Timbersaw ist halt immer eklig. Ich hätte aber gedacht, ich gewinne das trotzdem. Das hätte ich nicht gedacht. Timbersaw wird aber das Ausschlaggebende gewesen sein. So viel zu meiner Winning Streak, ey. Das hätte wahrscheinlich der eine Ex mehr auf dem Feld ausmachen können, hätte ich noch ein Level mehr gehabt. Ich könnte jetzt ein Level abgeben, wird auf 30 runtergehen, aber jetzt lohnt sich's nicht wirklich, oder? Scheiß drauf, ich mache das wegen dem einen Gold. Nächste Runde ist eh Runde 20, dann komme ich wieder vom Gold hoch. Autotext meint er, ja.
Timber ist ein Knight bei dem, das macht den sehr stark. Aber Knight sollte den noch nicht so viel stärker machen, oder? Natürlich halt ein 2er Knight Buff, aber 2 Knight Buff macht das nicht so viel. Ich glaube, das war generell die Timber so Ult einfach. Gut, das Early Shield hilft sicherlich auch, dass er vielleicht den zweiten Ult rausbekommt oder so. Wenn er ein Stückchen eine Sekunde länger lebt. Ich bin kurz gemutet, Leute. Ich bekomme was. Ich habe einen Kaffee bekommen. Ein Kaffee für mich. Oh, fuck. Das wollte ich nicht. Lass mal gegen das Mikrofon hauen. Laundry wäre sehr gut. Für die Beasts. Man könnte auch einen easy Dexter Beast Switch machen aus Kriegern raus. Es gibt ja auch Gyrocopter, also es wäre auch ein easy... Ein easy Move. Aber die Beasts haben sie, glaube ich, ein bisschen genervt. Das sah nach Essen aus. Nee, war kein Essen, war Kaffee. Frühstück habe ich schon was, aber ich habe keinen Kaffee gehabt tatsächlich. Ist auch in jeder Lobby momentan. Okay. Enchanted, I'm sure. Ich will entweder einen Krieger oder einen Monkey King haben fürs Ei. Junge, diese Bootmaler die ganze Zeit triggert die mich. Das ist gerade ein bisschen unlucky, dass ich hier keinen Doom, keinen Kunker, keinen Monkey King ziehe. Ich committe mich da jetzt drauf. Da ist ein Kunker. Das ist echt eine blöde Runde für Warrior eigentlich. Oh, ich hab nochmal einen Relic bekommen, Alter. Wie geil ist das denn? Wir spielen halt gegen so Demon Hunter Zeug. Und der wächst schon mal nicht. Das ist ehrenlos. Ich brauch dich dann nicht, wenn ich dich hab. Dich brauche ich nicht, wenn ich dich hab. Dann haben wir die Beast trotzdem noch und haben die Orks. Mach so. Jetzt bauen wir das mal um auf Liken. Attack Speed dazu. Hat er mehr Attack Damage? 110 und der hat 190. Aber wir liken, wenn er sich verwandelt, müsste er hochgehen. Bonus Damage 75 hat er, wenn er sich verwandelt. Er hat aber trotzdem weniger Bonus Damage als Lada. Aber ich glaube, deutlich mehr Attack Speed, oder? Da zählt es noch gar nicht rein, diese 50% und diese 20% in die 110, oder? Die 222 Erinnerungstempo meine ich. Aber zählt es da schon jetzt mit rein? Vielleicht zählt es auch schon mit rein. Das passt schon, glaube ich. Ich brauche den Tiny übrigens überhaupt nicht mehr. Wie kann ich denn gegen so viele Leute kassieren? Ah, okay, never mind. Der Haskar kam noch aus dem Late. Natürlich wächst du jetzt jede Runde. Ich glaube, ich hätte den Centaurborn eigentlich auf 3 bekommen können. Aber natürlich wächst das Ding jetzt jede Runde nicht. Warum sollte es auch wachsen? Dann könnte ich ein anderes Relikt wählen. Das wäre vielleicht relativ entspannt, aber... Mit 6 und dem Charo ist immer noch sehr stark, okay. Orks und Beast sind echt schwächer geworden. Wenn man jetzt easy bekommt. Ich glaube aber 4er Orks fürs Early werde ich trotzdem noch enjoyen. Ich werde, denke ich, jetzt sehr, sehr oft Early Games, das habe ich ja früher schon geliebt. Es gibt ja jedoch Platzsieger im ganz normalen Pool. Und dadurch werde ich, glaube ich, sehr, sehr viel jetzt 4er Orks im Early Game zocken. Ich kenne mich, ich werde das wieder zocken. Ich habe es auch schon privat in einer Runde gezockt.
seit dem neuen Update. Und ich finde es sehr, sehr witzig. Aber die Orks, die haben ja früher 500 plus gegeben, glaube ich, HP, oder? Und jetzt geben sie noch 300 HP, die 4 Orks. Aber ist auch trotzdem noch gut. Attack Speed Items vielleicht auch besser auf Huskar. Ja, wenn, dann packe ich alles auf Huskar. Auch diesen Skullbasher dazu. Ich würde schon stacken. Junge, ich bin einfach gleich tot. Ich verliere gegen jeden. Wir haben ohne 23. Die 6er Beast halt, ne? Die sind natürlich ganz unpraktisch für mich als Kriegerspieler. Der hat die auch krass gezogen, what the fuck. Pagulier 2, Monkey King 2, Snapfire 2, Lone Tree 2, den Templar schon gezogen. Wie kann der das so gut gezogen haben? Magnus 2 auch noch random drin für 3 Assassins. Wie kann man denn so gezogen haben in Runde 23? Wo kommt denn das her? Der wird sich jetzt so krass hochgehen auch über die Zeit. Wie kann mein Ei auch die ganze Zeit nicht wachsen? Wie kommt denn das her? Und der ist Level 9. Also der ist Level 9 gegangen, hat Level 9 geschafft, plus die ganzen News. Was hat denn der gespielt für ein Relic? Hat da jemand darauf geachtet, was der für ein Relic gespielt hat? Ja, jetzt gebe ich das Huskar rüber, die Items. Die Items, die wandern aber auch hart, die Runde. Hat der nochmal einen Pangolier? Ne, ist ein anderer mit Pangolier. Ach, der spielt auch Beast. Oh Gott. Okay, Krieger wurden todesgenervt, weil jeder jetzt Beast spielen wird ab jetzt. Wäre das Ei gewachsen, hätte ich gerade Malefic Rapture spielen können. Da wird Blend nicht erfreut sein, das stimmt. Ich hätte einfach Rapture spielen können und gerade voll viel Schaden schon absorbieren können. Wenn das Ei mal irgendwann hochgegangen wäre. Ich habe es nur Runde 21, ich habe dafür meinen Echo geschreddert in Runde 21 vor für dieses Ei. Ich glaube, ich lösche das Ei, das ich habe, wenn ich jetzt auf Gold gehen kann dadurch. Ja, aber dann, wenn ich jetzt nicht gewinne, lasse ich es, weil dann kann ich die vielleicht... Ah, ich gewinne es halt vielleicht immer noch. Das wird mich nachher irgendwann aufregen, aber... Ich muss auch irgendwie Level schaffen noch. Endlich. Keine Ahnung, was ich hier für Sachen bekommen kann, sinnvollerweise, aber die Sachen gefallen mir gerade nicht. Oh, nochmal ein Ei. Ich habe doch gar nichts zum Reinpacken ins Ei nochmal. Muss ich jetzt nochmal greedy sein für einen Doom? Ich muss nochmal greedy sein für einen Doom jetzt. Mein Snapfire gibt halt keinen Sinn. Ich brauche eigentlich einen Doom jetzt unbedingt. Ich werde niemals ein Level mehr schaffen. Was mache ich denn jetzt, Leute? Oh, Pangolier. Ja, okay, komm. Wir versuchen selber noch einen Beast Switch vielleicht hinzubekommen. Das ist halt dumm, Beast mit Kunker dann. Ah, das ist eine ganz durcheinandere Runde. Die Eier auch dazu noch. Schade, dass wir keinen Doom die ganze Runde bisher gezogen haben. Attack Speed stackt nicht, aber Desolator ist halt böse eigentlich damit. Das wäre auch ganz okay. Mit Kriegern, aber nehmen wir einen Desolator. Das Ice Bait. Er fühlt sich ein bisschen so an auf jeden. Du könntest auch einen Kunker jetzt alles geben. Definite Attack Speed. 130, es geht eigentlich. Dann packe ich jetzt einen Kunker dazu. Thanks to you. Ich werde auf keinen Fall 900 Krieger spielen. Ich switch gleich auf 4er Beast, 6er Krieger, aber ich glaube, ich werde auch auf 6er Beast so schnell wie möglich switchen dann. Ich glaube selber, die 6er Beast ist besser zu haben. Ich denke, damit sind wir safer. Aber ich jetzt auf einmal auf 2 Feldern gewonnen habe, aus irgendwelchen Gründen. Aber Kungard macht natürlich auch einen guten Job. Hallo Flowstar, moin moin. Vielleicht schaffe ich doch noch irgendwie ein Comeback. Ich würde schon das unbedingt eigentlich gerne als YouTube-Runde nehmen. Weil es ist die erste Runde, die wir jetzt wieder zocken können. Wir haben ein bisschen über das Update geredet zumindest. Was ja diesmal leider ein bisschen kurz gekommen ist. Dadurch, dass halt seit dem Update... die ersten ein, zwei Tage ging es ja anscheinend nach dem Update. Da lief anscheinend das Spiel ja. Und danach war es ja leider so, dass ich dann, die ersten zwei Tage war ich ja leider im Urlaub noch, da war ich ja gar nicht online. Und an dem Tag, an dem ich online gekommen bin, an dem Tag, hat es am Tag davor schon am Vorabend nicht mehr funktioniert. Und dann hat es ja seitdem eine Woche gesponnen. Aber wir sind back.
Ich habe jetzt übrigens nochmal wie euch, wie gesagt, man kann hier oben ja aktuell tippen. Ich habe auf das Team Gladiators getippt. Einfach nur, ich habe gefragt, aber es hat da keiner, der im Livestream dabei war, an dem Tag, der sich ausgekannt hat. Und ich wollte einfach tippen. Man kann ja aktuell hier auf dem Team tippen, bei den Dota-Meisterschaften und keine Ahnung, was es ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf die Nuns, oder wie die heißen, tippen würde, wird man 294 Mal seinen Einsatz, seine 40 Candies zurückbekommen. Das wäre krass, aber es ist unwahrscheinlich, dass die Geld gewinnen. Da wird man, wenn man 11.000 Candies bekommen, das wäre halt crazy. Aber ich habe jetzt einfach aufs beste Team mit der schlechtesten Quote gesetzt, wo man nur dann 160 Candies rausbekommt quasi. Sehe ich das richtig? 160 Candies genau rausbekommt. Weil man auf jeden Fall, wenn das Team irgendwie schafft, bekommt man halt irgendwie so, wie, was war denn das? Bekommt man irgendwie einen Kurier oder so. Ich würde den safen Kurier einfach mitnehmen. Ich habe nicht getippt, da ich null Plan von den Teams momentan habe. Ja, ich hätte halt jemanden gebraucht. Hätte irgendwer mir einen krassen Geheimtipp gehabt, hätte ich, glaube ich, den Geheimtipp genommen. Also hätte irgendwer mir sagen können, hey, Paul, Dings ist richtig krass hier, Team Virtus Pro ist eigentlich richtig krass. Die haben eine 65er-Quote, also 65 mal das rausholen. 2600 Candies, aber die haben eine gute Chance irgendwie, dass die trotzdem relativ weit oben landen. Vielleicht haben die sogar Chancen auf Top 3. Ich glaube, Top 3 reichen schon, dass man irgendwie das rausbekommt. Warte, wie viel ist denn das? You will have access to entrance, blablabla. If the team you support finish in Top 3, you will receive the rare courier poot pouches. Ah, aber wenn das Team gewinnt, guck mal, das ist auch schlau, die machen irgendwelche Viecher davor und man kann es nicht weiterlesen. Nur wenn das Team gewinnt, so wie ich es verstehe, bekommt man das mal das und das. Ich will auf jeden Fall den Kurier haben, der sieht cool aus. Deswegen hoffe ich, dass mein Team, dass das Gladiators was reißt. Ich meine, die müssten ja das Beste sein. Entity ist dann. Ich glaube, Entity hatte ich letztes Mal, wenn ich richtig dran denke. Ich glaube, genau das Team hatte ich schon mal getippt und es hat dann in dem Turnier nichts gerissen, vor einem Jahr, als es schon mal war. Wo sind, werden die denn? Die werden hier in meiner 40er Quote. Meine Quote wäre krass. Versuch's mal erstmal zu spielen mit Dings hier nur. Mit Vierer Beast, Sechser Krieger, weil die Sechser Krieger sind gerade gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Aber wir hätten genug, um auf Beasts umzustellen. Es wird sich natürlich eher lohnen, die Beasts. Ich meine, wir könnten auch 6er Beast, 6er Krieger nachher ganz im Late spielen, falls wir noch hinkommen. Aber die Beasts würden sich eher lohnen, wenn man halt einen Gyrocopter oder sowas hätte oder einen geilen Carry auf Level 2. Also, wenn wir nochmal das Ei bekommen und dann einen Gyrocopter oder eine Templar oder vielleicht einen Trollwallet auch. Ich meine, man könnte auch einen Primal Beast als Carry spielen. Da gäbe es genug. Oh, da ist der Liken übrigens, hier bei ihm. Ich frage mich, ob wir die Items jetzt auf den Pangolier umbauen sollten, ne? Ja, wobei, guck mal, der hat jetzt gerade auch schon echt extrem nice den Liken rausgenommen, komplett mein Kunker. Also mein Team funktioniert eigentlich gut. Why changing if working? Ich hoffe, dass Crystal Cat noch nicht hier irgendwo im Lurk ist. Junge, ist das dumm. Ach ja. Was? Rebellion soll stark sein, habe ich gehört. Was ist Shopify-Rebellion? Paul, der Englischlehrer, wieder am Start. Ist das nicht der Season Reward Kurier? Ist das der Season Reward Kurier? Ich weiß nicht, warum sollte er dann hier dabei sein? Ja, gut, zumindest wird bei der Season auch so ein Hamster angezeigt. Ich weiß nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat. Aber er wird ja hier angezeigt, das müsste ja dann damit zu tun haben, dass man davon einen bekommt. Pouch, was heißt denn Pouch? Das heißt irgendwie Hamster oder sowas? Hamsterbacke oder so, weil es sieht aus wie so ein Hamsterbackenkurier. I mean, am besten wäre es, wenn ich noch zwei Level schaffe, um die Beasts zu stellen. Dann müsste ich meine Krieger nicht rausnehmen. Das wäre schon das Beste. Ich glaube, ich werde nicht zurückgehen auf Orks wegen den 100 HP. Das werde ich nicht machen. Dann werde ich eher gleich einen Doom noch einstellen für den Juggernaut. Oder halt dann den Primal. Oh, wenn ich Primal Beast ziehe, reicht mir sogar ein Level für 6er Beast und 6er Krieger. Oder ich nehme das hier. Ja, ich nehme Fate Bender. Das saved mich jetzt. Okay, damit kann ich einen zum Beast machen. Das ist sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt schon 6er Krieger, 6er Beast. Mal gucken, was die können. Schauen wir mal, was die können, die Boys.
Zwei LDs noch für ein LD, zwei, drei wäre noch cool, ansonsten habe ich das ja alles schon. Endomancer könnte man noch für ein Ding austauschen, für einen, wie heißt denn der kleine Boy? Der große Boy, der Monkey King. Ein Dota-Team. Ach so, lol. Warum heißen die Shopify? Ist ja voll der blöde Name für ein Dota-Team. Okay, nee, ich will jetzt keinen Stress haben. Ich nehme alles zurück. Warte mal, hat der komplett gerade weggeswitcht? Junge, dieser Death Prophet ist übrigens irgendwie ein Restar jetzt. Ach, er hat. Oh, das wird hart. Er hat halt die Dinger, ne? Die Undeads. Ich muss mal kurz muten, ne? Okay, ich hatte nochmal kurz Besuch von von meiner Vorgesetzten. Was für ein Beutel? Warum schreibt Flo Beutel? Hey, Salty Koibo, moin moin. Hamsterbacken werden auch Pouches genannt, da die ja viel reinpacken können. Mit ihr. Ah, I see, okay, jetzt verstehe ich's. Guck mal, da habe ich das doch richtig gegessen sogar. Hey, Gogo Twitch Streamer, Ehre geht raus. Vielen Dank für deinen 6. Monat, liebe in Chat. Vielen Dank für deinen Support. Ehre. Okay, Undeads scheinen mir nicht gut zu liegen. Oh, die Undeads werden mich abkacken. Abpacken. Mich abkacken. Boah, das wird jetzt ein schneller Tod werden, so wie es aussieht, leider. Was könnte ich noch machen jetzt? Ich glaube, ich darf nicht mehr sparen. Ich glaube, ich muss mein Geld jetzt schon investieren. Und hoffen, dass ich vielleicht Doom oder noch ein LD 3 zusammenbekomme, dass ich nochmal stärker werde. Aber Top 3 wäre auch okay für die erste Runde. Wir haben trotzdem ganz ein anderes Team zusammenbekommen. Bisschen bitter, dass die Gegner so stark sind. Wurden auch schon ziemlich zurückgeworfen. Gut, der wäre auch noch interessant. Und noch Doom. Okay, das Doom. Und noch LDs jetzt. Aber das werde ich nicht mehr hinbekommen mit dem Geld, das ich habe. Oh, Mann, Enigma. Und nochmal ein Doom. Okay, never mind. Zu viel zum nicht mehr hinbekommen. Derzeit. Das ist gut. Ich lasse die Items auch mal auf Kunkka, auch weil der auch noch das Magic-Schaden dazu hat. Ja, die lassen wir raus. Ich würde nur noch versuchen, jetzt ihn und ihn fertig zu ziehen, falls ich nochmal überlebe. Also gegen Crafty sollte ich auf jeden überleben. Weiß nicht, ob die Items auf Doom trotzdem schlauer wären. Schon auch nicht schwach. Irgendwie stark Seiten hier bitte. Aua, sind es 25 schon? Ne, 19. Aber Graphic gewinnt sogar gegen ihn inzwischen, ist ja dumm. Die bekehren sich gegenseitig nicht. Der Prophet ist extrem stark. Ich weiß nicht, ob inwiefern die genervt worden ist oder nicht genervt worden ist. Tight. Da ist nochmal Monk hier. Das ist der Falsche, der leuchtet. Ja. Pass auf, ich gebe jetzt trotzdem die Sachen auf Doom rüber, außer dem Magic-Schaden. Irgendwie, man könnte noch ein Legendary versuchen zu bauen und hoffen, dass das OP ist damit. Aber eigentlich sind es gute Items halt sonst. Aber das Ding ist halt, ein Shift 3 würde uns vielleicht einen Arsch retten. Ich habe kein Shift 3. Okay, ich nehme den mit. Wenn wir einmal verlieren, sind wir eh tot. Nehmen wir Divine Raper noch mit. Der ist auf Pango ist echt stark. Das ist ein Ding bestimmt. Hätte man auch machen können. Du macht jetzt ganz gut Damage. Ich sag euch, ich hätte ihn zwar verloren, aber ich hätte in 100 Jahren hätte ich keine Runde mehr überlebt, wenn ich den nicht gehabt hätte, glaube ich. Also es ist schon in Ordnung, dass ich jetzt das Item verloren habe. Ich hätte nämlich niemals so viel gekillt ohne Doom, der die 7k Pure Damage macht. Aber jetzt habe ich keine Items mehr quasi. Ich habe noch zwei Items jetzt übrig. Ich bin kein Pangolier-Fan mehr, seitdem. Ich habe Pangolier geliebt, ihr wisst, ich habe Pangolier übelst gefeiert, der war auch übelst stark, aber die haben ja die Range von dem so krass reduziert und seitdem feiere ich den nicht mehr so, seitdem die Range reduziert ist. Mm-mm.
Ja, das auf Pango jetzt nicht krasser, weiß ich nicht. Ich tue mit Pango schwer. Der hat die Range einfach nicht mehr, die er früher hatte. Bloß der hat nicht die extra Kriegerrüstung, dass er. Oder hat er bei 6er Krieger bekommen diese anderen auch Rüstung? Nur die Warrior, glaube ich. All-Friendly Warriors, ja. Das heißt, Doom überlebt halt deutlich mehr länger auch. Ich glaube, das war schon okay. Nur mein Team ist halt insgesamt zu schwach. Im Nachhinein würde ich jetzt wahrscheinlich sogar mein Team mehr mit 9er Warrior feiern als mit den 6er Beasts. Aber im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, ne? Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Haben die irgendwie einen krassen Carry, den ich rausnehmen will? Ja, nehme ich den hier? Attack Speed halt auch schon okay. Den habe ich in den Bloodthrone. Ich werde jetzt nächste Runde sterben, aber es macht nichts. Wir hatten einen Beast-Kunker, 6er Krieger, 6er Beast und wir haben endlich mal wieder eine Runde. Also eigentlich ganz cool. Rapier auf Pango ist, denke ich, auch stärker als auf Doom. Ah, ich bin mir da nicht 100% sicher. Der Doom hat da auch echt noch gut aufgeräumt. Bei Pango kommt es auf die Ult auch ein bisschen drauf an, ne? Ob der die Ult gut raushaut. Ich habe hier Pure Damage gegen 6er Knights mit Doom auch. Was auch cooler ist. Aber das war's. GG. Schöne Runde, Boys. Sehr, sehr schöne Runde, GG. Wir haben sogar einen Uprank bekommen für das Match. Das ist krass. Okay, da waren aber auch Bischofs dabei, Bischof 8 und sowas. An die Zuschauer, lassen Sie trotzdem gerne ein Like für diese Runde. Je nachdem, wie viel ich heute aufnehmen kann. Heute Samstag, morgen bin ich im Stadion. Also, ich sehe ja, die Runde kommt auf jeden Fall heute am Samstag auch. Ich bin im Stadion morgen in der Allianz Arena Bayern gegen Freiburg. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich morgen streamen kann. Ich hoffe einfach, dass ich heute genug Runden zusammenbekomme, dass ich schon mal für die nächsten paar Tage was habe. Aber ich spiele heute, ich streame heute auf jeden Fall noch mehrere Runden. Deswegen wird es hoffentlich schon klappen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut's rein.